Now, I know today was difficult for everybody, but I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Ich bin eine Zeitreisende, die so schnell aufs Dach gegangen ist, wie sie will, wie sie konnte. Nathan gab ihr K.O.-Tropfen, sie weinte wegen Jefferson, David hat sie gemobbt. Alles ist wahr! Alles ist wahr! Sie weinte wegen Jefferson? Nein, sie hat nicht geweint wegen Jefferson. Sie hat geweint, weil sie sich alleingelassen gefühlt hat. Es war nicht unbedingt es war auch Mr. Jeffersons Schuld, aber es war nicht nur wegen ihr. Wegen ihm. David hat sie gemobbt. Ich will nicht, dass David gefeuert wird. Ganz ehrlich, ich will nicht, dass David gefeuert wird wegen... Ich weiß, dass David sich um die Sicherheit der Schüler sorgt. Er geht komisch vor, was das angeht. Er geht echt komisch vor. Aber ich weiß, dass er sich um die Sicherheit sorgt. Alter, ich nehme schon seit 4 Stunden auf. Nathan gab ihr K.O.-Tropfen. Das könnte man jetzt so sehen, wie ich hab's. Man könnte jetzt sagen, Max hat echt was gegen Nathan, wenn sie sagt, Nathan gab ihr K.O.-Tropfen. Ja, erst wegen der Waffe, jetzt K.O.-Tropfen. Aber... Der Ursprung, also sie weinte wegen Jefferson und David hat sie gemobbt, sind ja nur Symptome. Ja, wenn man mal Depressionen und Selbstmordgedanken als Krankheit ansieht, dann ist das Weinen und das gemobbt werden. Das gemobbt werden ist ja die Wurzel, aber das Weinen ist ein Symptom. Und dass David sie gemobbt hat, stimmt ja, weiß nicht, stimmt das? Ja, er hat sie bedrängt. Aber wegen dem Video. Also ist das auch irgendwie so eine Art Symptom. Also sehr daraus entstanden. Aus dem Mobbing. Aber das K.O.-Tropfen geben hat die ganze Sache einfach ausgelöst. Ich meine, wir haben keinerlei Beweise, dass das so ist. Aber ich gehe jetzt mal stark davon aus. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and playing the field. You're a liar. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girl's bathroom? That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. Wegen was? I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now.
I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Okay, wir könnten jetzt zurückspulen und sagen, was den anderen vorgeworfen wird. Er verliert wahrscheinlich seinen Job und bei ihm... Oh, ich guck jetzt mal nach, weißt du was? Ich guck jetzt mal nach, was passiert, wenn wir sagen Mr. Jefferson. Das ist ja das Schöne an Life is Strange. Wir können unsere Entscheidungen rückgängig machen. Meistens. Nicht immer, meistens. Und gucken, was passiert, was die Alternative ist. So, sie weinte wegen Jefferson. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before our class. Then she ran off crying. Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you on class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She told me Max was the only one who believed her, would take her calls and actually listen to her. She shouldn't have asked to be on video, macking with some dudes. You ass! She didn't ask for any of this. No, on the contrary. Max was right to bring this up. Now, I wanted to help, but I guess I was too late. Well, now this is problematic. The publicity is rising, and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? I am. We don't need any negative press about that event. And we need to involve the Academy in possible disciplinary measures for you. I understand. There are bigger things at stake than me. The life of a young girl, for one. Maybe you should investigate other staff members. Max told me she knew things about Mr. Madsen. Let Max speak for herself. Everything we talked about here will be looked into. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've... Okay. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, wenn wir sagen, es ist irgendwie Mr. Jeffersons Schuld. Das fühlt sich absolut nicht richtig an. Und man darf nicht vergessen, er hat ja dann auch in der Klasse über das Mobbing gesprochen. Allerdings hat er dann auch gesagt, ja, sie ist irgendwie selber schuld, weil sie dann im Video zu sehen war, was totaler Bullshit ist und was total dumm ist und weil es falsch ist. Das ist diese typische Aussage von irgendjemandem, der jemanden mobbt. So nice to hang out here in this office. Das ist so diese typische Aufgabe von jemandem, der jemanden mobbt oder der mitkriegt, dass jemand mobbt und nicht weiß, wie er damit umgehen soll, der sagt, ja, das geht mich nichts an, der ist ja irgendwie schon selber schuld. Ich meine, zum Mobben gehören ja immer zwei. Na, kennt man ja die Aussage, der eine, der mobbt und der andere, der gemobbt wird oder der sich mobben lässt, vor allem, der sich mobben lässt. Der könnte ja was sagen. Diese dumme Aussage. Solche Leute gibt es tatsächlich, die sowas sagen. Also das kotzt mich an. Ich kannte... Betonung auf Kante, auch so ein paar selber. Die sagen, ja, ist er selber schuld, hätte ja nicht. So, jetzt mache ich mal, David hat sie gemobbt, der wird wahrscheinlich suspendiert werden oder so ein Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn zu sagen, David hat sie gemobbt und das ist der Grund. Ich meine, vielleicht immer. Ich finde das auch interessant, wie David so gemacht hat, als Jefferson gemeint hat, er würde sich um seine Schüler sorgen. Also David, halt mal fest, David weiß mehr, als es den Anschein hat. Ich glaube, David ist in Wahrheit ein Guter, der einen bösen Ruf hat. Also der so einen gemeinen Ruf hat, der, wie gesagt, Arschloch mit einem Herz aus Gold. Habe ich schon mal gesagt. So, ich mache jetzt mal, David hat sie gemobbt und dann machen wir am Ende wieder Nathan gab ihr K.O.-Tropfen. Mr. Madsen was bullying Kate. Oh, grow up. Excuse me, I was there. I saw you getting in her face. You have no idea what you saw. Kate Marsh was involved with a bad crowd. I was trying to find out who. Kate had a double life. I was super shocked when I found out. No, you were part of the crowd. And like I said, I personally saw David physically harass Kate Marsh. You lying little... Shh. Are you gonna take this troublemaker's word over your security officer? And he should take the word of somebody who harasses students? Max, I'm afraid this won't be solved here without proof and a thorough investigation. Now, if you have anything else to say. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student... Hold, please.
Okay. Das wäre wahrscheinlich genauso abgelaufen wie vorhin auch. Wie gesagt, David zu beschuldigen ist absoluter Bullshit. Führt auch zu nichts, offensichtlich. Ich nehme jetzt mal an, sie brauchen den noch in Episode 3, 4 und 5. Deswegen können sie den jetzt hier nicht so suspendieren. So, zurückspulen und sagen, Nathan ist schuld. So. Vorspulen und Nathan hat ihr K.O.-Tropfen gegeben. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded Whatever. You're a liar. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girl's bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. Ooh. I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. Der Typ ist so ein Draco Malfoy. Er ist so ein Draco Malfoy, Alter. Das ist unglaublich. So, erscheint das jetzt. Oh, mir geht's so schlecht dabei. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Jetzt haben wir alle Entscheidungen gesehen und ich glaube, die mit Nathan ist tatsächlich so die logischste und auch die beste. Und die führt auch am, die bringt auch irgendwie am meisten. Der Typ ist jetzt suspendiert, der ist erstmal weg. Ja. Die Drogen mit dem Anwalt und Gericht und bla bla bla, so diese typische, oh, ich bin, ich bin. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever. You reached out, she reached out, hugs, tears, applause. Like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just one. And a half times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. What the fuck? I believe you, Warren. I believe anything this week. Schnee, Sonnenfinsternis, was kommt jetzt als nächstes? Geht die ganze Welt kaputt? What the fuck? Thank you.
Das geht natürlich auch auf seine Psyche. Er ist der Sicherheitschef und eine Schülerin hätte sich fast umgebracht. Das ist ja für ihn auch nicht unbedingt das Geilste. Auf dich. Ganz ehrlich, bist du stolz auf dich, Victoria? Große Rolle spielen in zukünftigen Episoden. Ach, Kate, wenigstens geht's ihr gut irgendwie, ne? Vielleicht hören sie jetzt auch endlich mal auf mit dem ganzen Mobbing. Vielleicht haben sie jetzt eingesehen, dass es nicht gut ist, Leute zu mobben. Schon wieder diese Ordner. Kate. Der weiße, helle Raum. Was ist der weiße, helle Raum? Keine Ahnung. Werden wir bestimmt noch in der nächsten Folge rausfinden. Das war Episode 2 Out of Time von Life is Strange. Anders als bei der ersten Episode sage ich jetzt nicht, wenn ihr die dritte Episode sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Aber ich bin gespannt, was ihr jetzt von der Episode gehalten habt. Schreibt es in die Kommentare und lasst doch mal einen Daumen da nach oben oder ein Abo dabei, wenn euch das Video gefallen hat. So, da haben wir den Scheiß auch mal aus dem Weg. Ne? Da fühle ich mich immer so dreckig, wenn ich sowas sage, aber so muss das sein. Ja, ziemlich viel passiert in der Episode, ne? Also zum einen hat sich bestätigt, dass Chloe tatsächlich die Waffe geklaut hat. Und dass sie tatsächlich keine einfache Tochter ist. Das haben wir jetzt auch schon rausgefunden. Das hatte ich ja, die Theorien hatte ich ja schon tatsächlich aufgestellt in der letzten Episode. Das hat sich jetzt aber in Gesprächen mit Joy und auf dem Schrottplatz ja bestätigt. Warum hat Frank das Armband von Rachel wissen wir nicht. Das werden wir bestimmt auch noch rausfinden. Was hat es mit diesen ganzen Spirit Animals auf sich? Was soll das mit dem Reh? Warum taucht das immer wieder auf? Was hat das mit dem Schmetterling auf sich? Wissen wir alles nicht. Das werden wir bestimmt auch noch rausfinden in zukünftigen Episoden. Oder ich hoffe es zumindest, dass wir es rausfinden. Vielleicht sind das auch einfach nur rote Heringe. Also Red Herrings. Das heißt, Dinge, die in der Geschichte vorkommen, aber eigentlich keine Bedeutung haben und den Spieler bzw. den Leser auf die falsche Fährte führen sollen. Das kann ja natürlich auch sein. So. Ist ziemlich viel passiert, ne? Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen fertig, muss ich sagen. Also die ganze Sache mit Kate, als wir da nicht zurückspulen konnten, ist schon mal was anderes, ne? Die ganze Zeit können wir zurückspulen, alle Entscheidungen sind irgendwie nicht so wichtig, weil wir sie jetzt zurückspulen können. Wenn was Schlimmes passiert, spulen wir einfach zurück. Okay, kein Problem. Aber es kristallisiert sich immer mehr hinaus, dass Max ihre Kräfte einfach nicht einfach so einsetzen kann, sondern vorsichtig sein muss, wie sie ihre Kräfte einsetzt und eventuell sogar daran sterben kann, wenn sie die zu oft einsetzt. Aber ist ja nochmal alles gut gegangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kate auch sterben kann. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Kate auch sterben kann. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das enorme Auswirkungen auf die nächsten Episoden hätte.
ist ja zum Glück bei mir nicht passiert. Aber ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wie man mit Kate umgeht, welche Gesprächsoptionen man macht und ob man überhaupt vorher den Anruf von ihr annimmt, ihr das Buch zurückgibt, die Karte vom Vater liest, etc. Die ganzen Sachen, den Link löscht, alles. Also da muss man schon sehr, sehr auf Details achten. Bei Kate finde ich gut, muss ich sagen. Und da trauen sie sich rüber. Es gibt nicht viele Spiele, die so mit Depressionen und Selbstmord umgehen. Finde ich gut, muss ich sagen. Finde ich richtig gut. Und jetzt, für mich zeigt sich auch einfach immer mehr, dass Don't Not, also die Entwickler hier, das Telltale-Konzept genommen haben und es einfach mal unglaublich verbessert haben. Ja? Wenn man das mal mit Telltale-Spielen vergleicht, dann haben wir hier viel mehr Bewegungsfreiheit. Also wir können uns viel öfter umsehen. Es wurde viel mehr. Es gibt viel mehr Details zum Untersuchen, zum drauf achten. Die Dialoge sind teilweise echt doof geschrieben. Nicht mehr so schlimm wie in der ersten Episode, ist mir aufgefallen. Außer Chloe. Chloe spricht teilweise immer noch ein bisschen komisch, wo ich denke, so spricht doch keiner, aber naja. Alles in allem muss ich sagen, die zweite Episode ist sogar noch besser als die erste. Ich finde es aber interessant, dass, ich habe es ja schon gesagt, ich finde es interessant, dass Chloe hier tatsächlich nochmal gestorben wäre, wenn Max nicht eingegriffen hätte. Ja, in der ersten Episode erschossen, hier von der zweiten Episode vom Zug überfahren. Fand ich übrigens geil, dass es hier mehrere Lösungen gab. Einmal mit der Kabeltrommel, dann mit der Axt wahrscheinlich irgendwie sowas. Vielleicht hätten wir sogar ihren Fuß abschlagen können. Das wollte ich noch ausprobieren. Oder vielleicht einfach den Schuh aufmachen. Nee, das geht ja nicht. Man darf ja den schönen Schuh nicht zurücklassen. So. So. Ja. Puh. Muss ich sagen, echt. Also ich muss mich einfach mal bedanken fürs Zusehen nochmal. Die zweite Episode hat ja, wie gesagt, nochmal ordentlich was auf die erste Episode aufgelegt. Ich glaube, die dritte legt da nochmal eine Schippe drauf. Eine Schippe Drama, eine Schippe Action, eine Schippe Spannung, alles. Also ich glaube, die dritte wird dann nochmal härter sein. Also in den Kommentaren der ersten Episode stand ja schon direkt in der ersten Folge, du wirst am Ende dieses Let's Plays weinen. Ich habe da noch so meine Zweifel dran, aber ich tendiere zu, ja, ich glaube, der Kommentar hat tatsächlich recht. Also es nimmt einen schon mehr mit als andere Spiele. Ja, ich weiß echt nicht, wie ich das durchhalten soll, ganz ehrlich. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt die dritte Episode direkt nach der Episode kommen wird oder ob ich mir da wieder ein paar Tage Zeit lasse. Also zwischen 1 und 2 waren ja ein paar Tage Zeit, einfach nur weil ich damals gesagt habe, ich will gucken, wie viel Interesse besteht. Ob überhaupt Interesse an der zweiten Episode besteht, habe ich am Anfang von der zweiten Episode jetzt schon gesagt. Naja, offensichtlich besteht Interesse. Also ich glaube, also wenn es eine Pause gibt, bis zur zweiten, dritten Episode, dann maximal eine Woche. Ja, falls ihr euch wundert, falls vielleicht kommt noch direkt dritte Episode, muss ich noch entscheiden. Ja. Ich glaube, wir sind dann schon an den Ende von Credits. Jetzt kommen nochmal die Entscheidungen aufgelistet, zusammen mit dem Vergleich, wie andere Spieler entschieden haben. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Lasst in den Kommentaren eure Meinung zur Episode da. Vielleicht habt ihr ja Dinge anders entschieden. Aber bitte keine Spoiler für die dritte und vierte und fünfte Episode. Fände ich blöd, wenn da was kommen würde. Aber Entscheidungen kann man gerne vergleichen. Und Spekulationen sind natürlich auch erlaubt. Ich habe ja selber spekuliert mit den Spirit Animals, mit den Zeitreise, das Max das alles schon mal erlebt hat und zurück in die Vergangenheit gereist ist, ohne sich zu erinnern. Und so weiter und so fort. Muss man gucken, was die Zukunft bringt. Danke fürs Spielen, steht hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hier sind die Entscheidungen von Episode 2 out of time. Du hast Kate gesagt, sie soll zur Polizei gehen. 30%. Ich werde jetzt die Entscheidungen hier nicht unbedingt alle erklären, habe ich im Spiel schon gemacht, ne? Also, du hast recht gesagt, sie soll zur Polizei gehen, 30% haben es gemacht, 70% haben gesagt, sie soll auf Beweise warten. Habe ich schon erklärt, ich finde, in solchen Fällen sollte man immer zur Polizei gehen. Oder zum Direktor oder sonst irgendwas, zur Autorität, einfach zu den Personen gehen, die was damit zu tun haben. So. Also die eigentlich dafür zuständig sind, gegen solche Dinge vorzugehen. Also wenn du gemobbt wirst, geh zum Lehrer. Oder zum Vorgesetzten oder sonst was. Es kann ja sogar sein, dass du auf dem Arbeitsplatz gemobbt wirst. Dann geh zum Vorgesetzten oder zum, zum, äh,
zum HR-Management, Management. Ja. Aber ist Kates Ruf angenommen, 79%, 21% haben den, Kate, kamen den Anruf von Kate nicht angenommen. Da muss ich einfach sagen, fick dich, Chloe. Ja. Dass du mir hier Schuld unterjubeln willst, also dass sie hier einen Schuld unterjubeln will, weil man 5 Sekunden oder 10 Sekunden nicht mit ihr redet, sondern mit Kate, ist wirklich das Allerletzte. Aber das habe ich im Let's Play auch schon gesagt. So. 52% haben versucht, Frank zu erschießen, 48% haben nicht versucht, Frank zu erschießen. Ich habe es ja so am ersten Mal gemacht, weil ich mir ziemlich sicher war, dass keine Kugel drin ist, weil da war irgendwie was mit. Ich habe nur eine Kugel, meine ich zumindest, vielleicht aber auch nicht, vielleicht irre ich mich. Aber es muss auf jeden Fall einen Grund gegeben haben, warum Chloe wollte, dass wir immer wieder zurückspulen. Aber ich glaube, selbst wenn ich ihn erschossen hätte, also selbst wenn da eine Kugel drin gewesen wäre, hätte ich nochmal zurückgespult, weil ich sehe Max nicht als jemand, der Waffen benutzt und damit rumschießt. Ich bin sowieso gegen Waffen. Ja, ich mag das nicht. Also, verstehe auch den Gedankengang dahinter nicht wirklich. Gut, man könnte sagen, er schuldet ihr Geld, er bedroht Chloe, wir schießen ihn jetzt, dann ist er weg. Aber, ja. 57% konnten Kate retten. Nur 57% konnten Kate retten. Okay, 53% konnten sie nicht retten. Das bestätigt auf jeden Fall meine Aussage oder die Frage von mir, ob man tatsächlich Kate nicht retten kann. Und scheinbar kann man sie tatsächlich nicht retten. 72% haben aber Nathan beschuldigt. 14% haben David und 14% haben Mr. Jefferson beschuldigt. Aber 72% haben Nathan beschuldigt. Ich bin alle Entscheidungen durchgegangen. Und ich fand die von Nathan am logischsten. Und die hat auch am meisten gebracht. Nathan ist jetzt erstmal weg von der Blackwell Academy, also zumindest ist er suspendiert. Da wird sein Vater nicht glücklich sein, aber das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Wenn das überhaupt sein Vater war, der die E-Mail geschrieben hat, der die SMS geschrieben hat, glaube ich nicht, dass sein Vater sich damit befasst. Und vor allem, dass sein Vater mit einer unterdrückten Nummer eine SMS schreibt. Ich glaube eher, sein Vater würde einen Brief schreiben oder direkt anrufen. Persönlich reden. Oder den Direktor anrufen oder sowas. So. David beschuldigen hat sich einfach falsch angefühlt und Mr. Jefferson beschuldigen stimmt zwar auch, aber ist, glaube ich, nicht so wichtig wie Nathan beschuldigen. So, du hast deine Pflanze nicht gegossen. 31%, 69% haben Lisa am Anfang der Episode gegossen. Da gab es die SMS von der Mutter, die hat gesagt, ich soll sie nicht übergießen. Ich habe sie in der ersten Episode gegossen, zweite Episode spielt nur einen Tag nachher. Jeden Tag muss man eine Pflanze nicht gießen, nur alle paar Tage. Deswegen habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, sonst ertrinkt die mir noch. Da gab es ja die SMS. Du hast Elissa geholfen, 56%. 44% haben ihr nicht geholfen. Das ist interessant. Ja. Du hast Link zu Kates Video weggewischt, 93%. 7% haben ihn stehen gelassen, entweder weil sie nicht drauf gekommen sind, ihn nicht, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich fand zwar einfach das Richtige, ne? Wäre mal interessant, einen Kommentar zu haben von jemandem, der eben die Dinge komplett anders gemacht hat. Also Link nicht gelöscht, Elissa nicht geholfen, Pflanze gegossen, war nicht nett zu Taylor. Du warst nett zu Taylor, 45%, war nicht nett zu Taylor, 55%. Ja. Du hast Warrens Einladung angenommen, 80%, 20% haben sie nicht angenommen. Ist das jetzt ein Date oder nicht? Ich habe das Gefühl, da startet eine Beziehung zwischen den beiden, aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich bin da sehr unsensibel, was solche Dinge angeht. Ne? Du hast eine Nachricht geschrieben, 58%, 72, 40% haben keine Nachricht geschrieben. Ah ja, das war dieses Chloe was hier, Rachel was hier. Max hat gesagt, sie könnte drunter schreiben, Max was hier, aber ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Der Gedanke dahinter war einfach, dass ich die Erinnerung an Rachel irgendwie nicht stören will, aber ich weiß nicht so recht, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch ein doofer Gedanke, keine Ahnung. Vielleicht ist es dumm. Weiß nicht. Du hast nicht an den Gleisen romantiert, 68%. Wie, du hast an den Gleisen romantiert? Hä? Warum soll man denn an den Gleisen? Das verstehe ich nicht. Wie soll man denn an den Gleisen romantieren? Ach so, so meine ich das. Ach so, dass der Zug falsch, also die Weichen verstellen und dafür sorgen, dass der Zug dann falsch ankommt. Weil ich hab's ja, wenn wir die Kabeltrommel runtergeworfen hätten, den Hügel, dann hätte sie ja die Weiche verstellt, aber auch das Ding abgebrochen. Und so werden die Weichen dann komplett verstellt und der Zug wäre woanders lang gefahren.
Das meint er wahrscheinlich. Ich habe ja die Kabel zerschnitten, Weiche umgestellt, Zug ist, Chloe ist frei und dann die Weiche wieder verstellt und dann ist der Zug normal weitergefahren. Also ich glaube, das meine ich damit. Du wurdest nicht zur Party des Vortex-Clubs eingeladen, 49%. 51% wurden eingeladen. Ich habe schon gesagt, was soll ich da? Ich habe Kate, Max sagen auch immer, sie will nichts mit dem Vortex-Club zu tun haben. Scheiß auf die. 48% haben Warren getroffen, 52% haben Warren nicht geholfen. Das war in dem Labor. Ja, warum nicht? Und wir haben Mr. Jefferson von David erzählt. Ja, ich sage ja selber immer, man sollte immer zur Autorität gehen bei solchen Problemen. Wenn man Probleme hat, immer zu demjenigen gehen, der einem helfen kann. Selbst wenn man denkt, der kann mir vielleicht nicht helfen, es gibt immer jemanden, der einem helfen kann. Im Idealfall natürlich. Aber ich sag's mal so, wenn man denkt, es gibt niemanden, der mir helfen kann, wenn du niemanden davon erzählst, dass du Probleme hast, dann kann dir natürlich auch niemand helfen. Ja, das ist. Probleme lösen basiert nun mal leider auf Kommunikation. Man kann leider die Gedanken von anderen nicht lesen, deswegen habe ich einfach mal deswegen die Aussage, geh zu jemanden und rede mit jemandem. So. Das waren jetzt die Entscheidungen von Episode 2 Out of Time. Ich drücke jetzt verlassen und dann kommt die Vorschau zur dritten Episode. Wer die nicht sehen will, abschalten. Denn das ist vielleicht ein Spoiler zur dritten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Episode. Ciao. Ja, das war Episode 3, Wohnmobil, Gang im Dunkeln und Haus. Ich gehe zurück zum Hauptmenü und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Life is Strange, Episode 3, Chaos-Theorie.